ist eine echte Frage, was passieren wird. An die Juristen auch. Wie kriegen die die Kurve? Um mit der Realität irgendwie sich in Übereinstimmung wieder zu befinden. Ich weiß es nicht. Ich kann auch nur sagen, also als Ökonom, und ist das eines der komischsten Urteile, das ich je gelesen habe vom Verfassungsgericht. Gibt es überhaupt ein Kohlenstoffbudget? Da haben wir uns alle dran gewöhnt. Ich war anfangs nicht so öffentlich dagegen, aber jetzt sage ich es mal in aller Deutlichkeit. Es gibt es nicht. Die Idee, dass da eine feste Menge an Kohlenstoff nur zu verwenden ist, weil wir ein 1,5-Grad-Ziel haben und weil dann die Erde verpufft, wenn wir darüber hinausgehen, das ist einfach Quark. Das stimmt so nicht. Das sind gegriffene Zahlen. Ich habe mich wirklich Jahrzehnte mit dem Thema beschäftigt. Ich weiß, dass das so nicht stimmt. Das sind gegriffene politische Zahlen und die werden so dargestellt, als seien es naturwissenschaftliche Wahrheiten. Ich weiß, die Idee kommt von Potsdam, da ist mein ehemaliger Student Ottmar Edenhofer, den ich unheimlich schätze, der Großes geleistet hat, der hat das immer propagiert. Und ich habe gesagt, nein, das kann so nicht sein, wir müssen eine intertemporale Effizienz realisieren und das heißt, wir müssen langsam weniger nehmen, aber wir dürfen noch nicht sagen, irgendwann ist Schluss und dann ist das ein festes Budget. Das folgt überhaupt nicht aus der Theorie, lässt sich gar nicht herleiten.